Hallo, ich möchte Ihnen heute etwas zur Vorhautbeschneidung beim Mann erzählen. Warum ich Ihnen dazu einen Tannenbaum zeige, dazu komme ich später. Bei der Vorhautbeschneidung wird, wie der Name schon sagt, die Vorhaut des Penis operativ entfernt. Im Normalfalle bedeckt sie die Eichel und schützt sie so vor äußeren Einflüssen. So wie das Augenlid das Auge schützt. Sie hält die Oberfläche der Eichel zart und geschmeidig, schützt vor Reibung, vor Verletzung und vor Austrocknung. Ohne diese natürliche Abdeckung beginnt die Eichel im Laufe der Zeit eine Hornhaut zu bilden, um den fehlenden Schutz der Vorhaut zu ersetzen. Diese Verhornung lässt die Eichel nach und nach an Empfindungsfähigkeit verlieren. Doch die Vorhaut kann noch mehr. Sie ist nicht nur ein Stückchen Haut. Die Vorhaut besteht aus zwei Lagen, dem inneren und dem äußeren Vorhautblatt. Das innere Blatt beginnt unterhalb des Eichelkranzes und liegt an der Eichel an. Das äußere Blatt ist eine Verlängerung der Penishaut und sie bedeckt das innere Blatt. Am Ende des Penis treffen beide aufeinander und sind dort verwachsen. Die Blätter selber sind nicht miteinander verwachsen und gegeneinander verschiebbar. Dadurch entsteht eine Art natürliches Gleitlager, das beim Geschlechtsverkehr zwischen dem Penisschaft und der Vagina unnötige Reibung verhindert. Und auch das ist noch lange nicht alles. In der Vorhaut befinden sich rund 20.000 Nervenenden und Tastkörperchen. Diese machen sie zum empfindlichsten Teil des männlichen Körpers, ungefähr 10-mal so empfindlich wie die Fingerkuppen. Am größten ist die Nervendichtung an der Spitze, dort, wo die Vorhautblätter aufeinandertreffen. Diese Nahtstelle bildet bei zurückgezogener Vorhaut das sogenannte gefurchte Band. Die Nerven in der Vorhaut sind für einen Großteil der sexuellen Empfindung des Mannes verantwortlich. Bei der Beschneidung, also der Amputation der Vorhaut, wird dieses hochempfindliche Gewebe entfernt. Das bedeutet für den Mann den Verlust von ungefähr 70% seiner Empfindungsfähigkeit am Penis. 70% weniger Gefühl beim Sex. Oder anders gesagt, nur noch 30% dessen, was ein unbeschnittener Mann zu fühlen in der Lage ist. Wenn man das mit der Seh- oder mit der Hörkraft vergleicht, bekommt man einen ungefähren Eindruck davon, wie viel da verloren geht. Nun die Frage, was hat das alles mit dem Baum zu tun? Ich habe diesen Weihnachtsbaum auf ungefähr 30% zurückgeschnitten und was am Ende bleibt, sind 70% weniger Festlichkeit. Entscheiden Sie selbst, ob das ein Unterschied zu Ihrem Baum im Wohnzimmer ist, ob 70% weniger wirklich keine Rolle spielen oder eben doch. Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest.